Muss keiner draufdrücken. Alles ist scharf gestellt. So, das ist ja schon fast wie eine kurze Einleitung zu unserer 14. Peira-Matinee. Ich freue mich, dass wir mit Angelika Beer wieder einen besonderen Gast haben. Ich denke, ihr werdet das hinterher nochmal bestätigen können. Wir haben ja im Prinzip immer besondere Gäste, aber bei Angelika Beer ist es eben so, dass sie eine reichhaltige politische Erfahrung hat und selber zu diesem Thema auch unterschiedliche Positionen eingenommen hat. Wer ein wenig Angelika Beer begleitet hat, in meinem Alter war das natürlich normal, und von den Jüngeren her, denke ich, ist es aber auch so, dass wir jetzt nicht allzu viel sagen müssen zu den Stationen von Angelika Beer, das ist bekannt. Wir, die eine besondere Sympathie für die Piraten haben, also der Peira e.V., die Gesellschaft für politisches Wagnis, freuen uns, dass Angelika Beer es von den Grünen zu den Piraten geschafft hat und mit ihrer Kompetenz nun in Schleswig-Holstein Piratenpolitik macht. Wie gesagt, sie hat eine reichhaltige politische Erfahrung, insbesondere zu unserem heutigen Thema. Das heutige Thema: Kryptokriege. Wie verteidigen wir unter dem Vorzeichen der technologischen Entwicklung, der digitalen Revolution, unsere Demokratie? Weil das, was wir bisher kannten, die analogen Kriegsführungen, hatten zwar auch schreckliche Folgen, aber nun haben wir hier noch einen zweiten Raum als weitere Kriegsfläche zur Verfügung. Das ist der virtuelle Raum, das ist Cyberwar, was da stattfindet. Und darüber möchten wir etwas von Angelika Beer hören. Wer auf der Webseite war, weiß, dass dieses Thema einen gewaltigen Bogen aufspannt. Aber wir wollen an der Stelle natürlich nicht nur auf der Metaebene reden, sondern sicherlich wird Angelika Beer zum Schluss auch sagen, was man praktisch tun muss, wie aufmerksam man tun oder wie aufmerksam man sein muss, um was tun zu können. Angelika, du darfst beginnen. Und ich freue mich auf deine Ausführung. Und hier nochmal kurz den anderen erklärt: die beiden leeren Stühle stehen nicht für die, die noch nicht da sind, da, sondern die stehen für die da, die sich einschalten wollen mit einem Statement oder einer Frage an Angelika. Also insofern, die werden sicherlich hinterher bei diesem brisanten Thema bestimmt besetzt werden. Aber nun wirklich, Angelika. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einführung. Bei uns sagt man Moin Moin. Da werden wir hier in Berlin immer ganz komisch angeguckt. Aber ich bleibe mal dabei. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Und habe mir überlegt, also bei das Thema ist wirklich umfassend, wie du gesagt hast, dass ich in einer Einleitung erstmal erzähle, warum ich mich eigentlich darum kümmere. Man hat ja immer einen bestimmten Zugang, auch wenn es Materien sind, wo man nicht Experte ist. Und was die Erwartungen betrifft der praktischen Möglichkeiten, nenne ich mal, was den Schutz der eigenen Daten betrifft, ein Kuriosum. Ich hatte gestern in meinem Rechner die Stichworte fertig für das, was ich heute erzählen will. Ich habe geschafft, ihn abzuschießen, und ohne unsere IT kriege ich ihn nicht wieder zum Laufen. Und deswegen sitze ich hier mit einem Stück Papier und habe die Stichpunkte ganz unpiratisch einfach mal ausgedruckt. Das ist Sicherheit. Wird dir keiner übel nehmen. Also, wie komme ich eigentlich überhaupt zu dem Thema? Politisiert worden bin ich durch die Anti-Atom-Bewegung, damals, als es darum ging, AKWs bei uns zu bauen, und natürlich durch den Kampf gegen Atomwaffen. Was ja das eine immer mit dem anderen zusammenhängt. Ich war keineswegs immer nur in Parlamenten, also Bundestag, Europa oder Landtag, sondern ich war auch immer wieder eine Zeit draußen, was übrigens eine gute Erfahrung ist.
und habe in diesen Zeiten dann mit NGOs zusammengearbeitet. Prägend war in dem Zusammenhang mein Einsatz, sag ich mal, nach dem zweiten Golfkrieg, der Giftgasangriff auf die Kurden in Halabja im Irak durch Saddam Hussein, wo wir versucht haben, Erste Hilfe zu leisten, wobei Erste Hilfe bei Giftgastoten darin besteht, dass man versucht, sie menschenwürdig unter die Erde zu bekommen. Das dritte Erleben, und auch da geht es um Massenvernichtungswaffen. Ich habe wieder in so einer Nicht-Parlamentarier-Zeit mit amerikanischen und deutschen Initiativen die internationale Landminenkampagne gegründet, nachdem ich mit Medico International in der Grenzregion von Irak und Iran Entminungsprogramme aufgebaut habe und wir Trainingsprogramme angeboten haben. Das war die einzige Möglichkeit, um die Menschen zu schützen vor Verstümmelung, wenn sie nach dem Golfkrieg wieder zurück in ihre Heimat wollten. Ja, und insofern, also egal in welcher Form, immer gegen Massenvernichtungswaffen. Das habe ich bis 2013 auch gemacht als Vorsitzende des Internationalen Parlamentarischen Netzwerkes für Konfliktprävention vom East-West-Institut. Und in der Phase habe ich dann auch die ersten Diskussionen über Cyberwar mitgeführt und miterlebt. Das East-West-Institut, um das kurz zu beschreiben, ist entstanden während des Kalten Krieges, hat drei feste Büros in den USA, in Moskau und in Brüssel. Und da ist mir aufgefallen, dass diese Diskussion über Krypto oder Cyber, die zwar international geführt worden ist, auch mit dem Ziel, eine Regelung zu finden, dass unter dieser Begrifflichkeit die Menschen nicht verstanden haben, was das eigentlich ist. Und deswegen habe ich mich um diese Dimension versucht zu kümmern, mich einzuarbeiten und mich entschieden, weil die Menschen es, das ist so Weltraum, das ist Krypto, es betrifft uns irgendwie gar nicht. Und deswegen will ich heute über digitale Waffen reden, weil ich glaube, dass das der Begriff ist, der zutreffender ist. Wobei man natürlich sagen muss, vor diesem Kreis, ne, von Experten kann man es machen, aber es ist völlig richtig, für die Allgemeinheit sollte man natürlich Zugänge, sprachliche Zugänge schaffen, damit die Dimension, die dahinter liegt, erkannt wird. Na, ich meine, das Tolle an Pyra e.V. ist ja auch, dass man sich diese Martinis im Internet ansehen, anhören kann. Und deswegen möchte ich eine Begrifflichkeit suchen, die auch für Menschen verständlich ist, die nicht Piraten sind. Und das ist übrigens noch eine Herausforderung für mich heute. Wir haben als Landtagspiraten durchgesetzt in Schleswig-Holstein, dass wichtige Beschlüsse des Landtages in leichte Sprache übersetzt werden. Leichte Sprache ist nicht nur das Vermeiden von Fremdwörtern, sondern man muss das richtig lernen. Ich bin dabei. Ich habe aber zumindest versucht, jetzt in dem, was ich gleich ausführe, hoffe ich, geschafft, auch die Fremdwörter rauszunehmen, um einfach den Zugang zu der Problematik für jeden, der Interesse hat, auch möglich zu machen. Sonst reden wir im Universum und das ist für uns interessant, aber nicht für die Menschen. Ich will noch was sagen zu der besonderen Verantwortung, die ich für die Piraten in diesem Bereich sehe, weil wir wissen, dass die digitale Revolution Chancen und Risiken hat. Für uns sind die Chancen größer als die Risiken. Wir müssen aber auch den Wandel vom Beherrscher des Digitalen zum Partner des Menschen vollziehen. Und ich glaube, dass wir prädestiniert dafür sind, das zu tun und auch solche Veranstaltungen wie heute da sehr gut helfen können. Weil klar ist ja, dass bislang ja fast ausschließlich die Globalisierer von der digitalen Revolution profitieren. Und die rasante Geschwindigkeit macht den Menschen einfach Angst. Also ich lebe auf dem Dorf, die wissen, dass wir Piraten sind, die kommen und sind eher mit Fragezeichen und Verzweiflung dabei, als dass sie die Nutzen für sich der Vernetzung und auch der Informationsgewinnung wirklich sehen. Sie schauen lieber weg, scheuen die Risiken und vergeben damit auch die Chancen. Unsere Herausforderung besteht darin, die digitale Revolution zum Nutzen der Menschen umzuwandeln und das heißt aber auch den Risiken entschieden entgegenzutreten. Dazu brauchen wir Bündnispartner quer durch die Gesellschaft und ich glaube, dieser Kampf ist unheimlich spannend. Dazu sage ich später noch was. Dann ist auch festzustellen, dass wenn man über digitale Agenda redet,
die Menschen eigentlich relativ uninteressiert sind, weil das haben alle. Die Bundesregierung hat eine digitale Agenda, die Europäische Union hat eine digitale Agenda und da ist irgendwie so der Alleinstellungsmerkmal, der eigentlich zu uns gehört, auch schon wieder weg. Und deswegen ist es natürlich auch der Versuch, in diesem Bereich der Cyber-Auseinandersetzung ihn durch uns neu zu besetzen. Was mir auch aufgefallen ist, ich bin ja so prädestinierte Außenpolitikerin eigentlich und weniger die umweltpolitische Sprecherin im Landtag, dass jetzt in diesen letzten Monaten, wo Krisen und Kriege, lass uns sagen in den letzten 3 Jahren, rasant wirklich zunehmen, Flüchtlingsströme auch militärisch abgewehrt werden. Manche darüber reden, Rückfall in den Kalten Krieg aufgrund der Entspannung, ihr habt es ja gehabt, Ukraine, zwischen Russland, Ukraine und anderen, dass die Rückkehr in den Kalten Krieg jetzt und die Menschen die Gefahr und auch die Möglichkeit eines Krieges mit digitalen Waffen als nachrangig verstehen. Das ist für mich ein Phänomen, für euch wahrscheinlich auch, aber das ist liegt vielleicht auch an der Renationalisierung der Politik in den jeweiligen Ländern, dass die Staaten gar nicht interessiert sind, globale Zusammenhänge transparent zu machen, sag ich mal. Und das halte ich für absolut fahrlässig. Und deswegen will ich heute streiten für eine Regelung in der Charta der Vereinten Nationen zur Ächtung digitaler Waffen. Weil ich glaube, dass das der Weg ist, um wieder Vertrauen in die Zukunft zu geben und auch einer Risikoentwicklung entgegenzutreten. Ich bin selber keine Völkerrechtlerin und auch nicht der typische Nerd. Also deswegen taste ich mich an dieses Thema ran. Ich habe wahnsinnig viel dazu gelesen, gehört und diskutiert. Und es ist schon nicht so einfach, Vorschläge zu unterbreiten. Und deswegen ist meine Hoffnung eigentlich, dass vor allen Dingen Völkerrechtler, Juristen, aber auch Friedensforscher sich auf solche Diskussionen wie heute hinterher stürzen, das auseinanderpflücken, bessere Vorschläge machen und wir, sag ich mal, da mit einem breiteren Schwarmverstand tatsächlich so weit kommen, dass wir sagen können, okay, wir sind in Parlamenten, dort werden wir auch weiter kämpfen und wir suchen Wege, auch mit parlamentarischen Mitteln, aber natürlich mit dem Widerstand, der aus der Bevölkerung kommen muss, gegen diese digitale Gefahr, dort positive Einschläge zu schaffen. So, das war jetzt die Vorbemerkung. Deswegen geht es jetzt ganz klassisch weiter. Da ist natürlich der Whistleblower Edward Snowden. Unterbrechen wir jetzt gleich? Ja, ich wollte mich beteiligen. Das ist jetzt sozusagen erstmalig, nach der Vorbemerkung schon, aber natürlich zulässig. Nein, ist natürlich zulässig, bitte. Es war ein Missverständnis. Mein Name ist Martin Hase, die meisten kennen mich ja. Es war ein Missverständnis. Es hörte sich so an, als sei das jetzt die Einführung und als würde jetzt die Diskussion beginnen. Nein, jetzt kommt das Thema. Aha, gut. aber ich kann ja trotzdem schon mal meine Frage stellen. Die kann ja dann im Laufe des Themas auch noch bearbeitet werden. Also Ächtung von digitalen Waffen stellt sich natürlich das Problem, was ist digital und was sind Waffen? Ein Abgrenzungsproblem ist ja da, denn ich meine, es ist ziemlich klar, Drohnen gehören sicherlich zu digitalen Waffen, aber viele auch konventionelle Waffen sind natürlich inzwischen computergestützt oder haben digitale Elemente, sodass da einmal die Abgrenzung schwierig wird. Auf der anderen Seite, angenommen es gelingt, Drohnen zu ächten, dann ist es immer noch möglich, Angriffe, diese sogenannten Angriffe mit chirurgischer Präzision durchzuführen, ohne die Drohnen, aber zum Beispiel den Standort einer Person zu berechnen aus bereits angefallenen Daten. Da kann man halt so Wahrscheinlichkeitsmodelle errechnen, wann, wer, an welcher Position ist. Das ist ja auch ein Grund, warum die Vorratsdatenspeicherung einfach mal Irrsinn ist. Ich würde sagen, und wir nehmen jetzt nicht wir, alles in einen nicht, Topf. Ja, dann haben wir es nicht mit einer Waffe zu tun, aber wir haben es mit digitalen Mitteln zu tun, die erleichtern, Menschen zu töten. Ich schlage vor, dass wir das uns merken. Teile davon werde ich jetzt gleich ansprechen
Und das gehört dann halt auch die Fragestellung zu der Herausforderung, die wir nachher zusammen diskutieren wollen. Aber dazu würde ich dann jetzt erstmal ein paar grundsätzliche Sachen sagen. Ich fange natürlich mit Edward Snowden an, weil ich glaube, er hat uns alle vor drei große Aufgaben gestellt. Die erste war, wir mussten alle begreifen, und ich meine jetzt wirklich nicht mit wir, nicht Piraten, sondern alle Menschen unserer Gesellschaft, dass die Geheimdienste der Welt alles sehen, alles hören, alles speichern wollen. Die USA und ihre Partnergeheimdienste greifen deshalb jeden Tag die Privatsphäre von Menschen an, von uns an, und darauf gehe ich später nochmal ein. Die Snowden-Dokumente zeigen auch, dass die Vereinigten Staaten 2002 eine NSA-Einheit aufgebaut haben, die auf Attacken gegen die Systeme anderer Länder bereits spezialisiert waren, spezialisiert sind und weiter spezialisiert werden. Deswegen hat Snowden uns eine zweite Aufgabe mitgegeben und die hat er so definiert, ich zitiere, wir müssen einen neuen internationalen Verhaltenskodex schaffen. Er fordert, wie wir eine D-Waffen-Konvention in der Tradition der Konvention gegen atomare, biologische und chemische Waffen, also die ABC-Waffen. Digitale Waffenkrieg im Internet. Ich habe das vorhin schon gesagt, der Cyberkrieg oder die Möglichkeit, ist in den Köpfen der Menschen viel zu sehr im Weltraum, macht sie also auch nicht betroffen. Daher wähle ich den Begriff jetzt ganz bewusst, digitale Waffen, beziehungsweise den Krieg im Internet. Mein Ziel ist, die Betroffenheit bei den Bürgern wirklich zu erreichen. Dazu gehört natürlich auch dazu, dass jeder inzwischen fast Internet benutzt. Und deswegen auch diese klare Sprachregelung zu treffen. Weil, ich meine, uns muss ja klar sein, wenn wir über die Möglichkeiten reden, die wir haben, dass die gesamte kritische Infrastruktur, die zivile Infrastruktur, online von den Arbeitsabläufen in Krankenhäusern bis zu den Flugleitsystemen von Passagiermaschinen, und wir dürfen nicht vergessen, dass diese kritische Infrastruktur in keiner Form durch internationale Normen oder auch Abkommen geschützt sind. Und dazu kommt verstärkend die Erkenntnis, dass niemand weiß, woher die Angriffe eigentlich kommen und wer dahinter steht. Also denk mal jetzt an den Hackerangriff auf den Bundestag, bis der überhaupt öffentlich wurde, dann die Spekulationen von wem, welche Maßnahmen sind dagegen zu treffen, warum hat man vorher nicht besser geschützt. Deswegen ist eine der großen Herausforderungen, digitale Waffen zu definieren. Die Absicht der digitalen Waffen, ihre Wirkungen und deren Folgen. Und da nehme ich jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, um das Problem deutlich zu machen, nämlich den Hammer. Also den normalen Hammer. Der Hammer ist ein Arbeitsgerät und ist nicht zu verbieten, wenn er sachgerecht eingesetzt wird. Logisch, Konsens. Wird mit dem Hammer aber ein Mord oder ein Totschlag durchgeführt, wird der Hammer eine Waffe. Und trotzdem ist es nicht möglich, den Hammer einfach zu verbieten. Also ich nenne das jetzt nicht Dual Use, aber es ist klar, er ist unterschiedlich zu benutzen. Dual Use ist nämlich kein leichter Begriff. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für digitale Waffen. Ich will jetzt versuchen, und zwar entlang der UN-Charta, festzustellen, wann ein Virus eine D-Waffe ist oder sein könnte. Denn ein Verbot bestimmter Programme löst das Dilemma ja nicht auf, insbesondere unter Berücksichtigung der ständigen Neu- und Weiterentwicklung. Also wenn man weiß, wie die Five Eyes arbeiten, die internationale Kooperation zur Ausspionage der anderen digitalen Programme, ist es ja so, dass kein Programm wirklich sicher ist, weil das nächste, was ausspioniert und weiterentwickelt wird, dann immer schon wieder eine Verschärfung dieser Waffe ist und insofern eine wirklich schwierige Aufgabe. Deswegen will ich jetzt erstmal den Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta zitieren, wie er im Moment lautet, völkerrechtlich verbindlich. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.
Und da gibt es nun sehr viele unterschiedliche Einschätzungen zur Einordnung und Bewertung, wie ich die Wirkung, also die Evaluierung der Wirkung und Folgen eines Ansatzes, die wird fachlich Folgetheorie genannt. Und das bedeutet zunächst, geht es hier um die Einordnung eines Angriffes mit D-Waffen als bewaffneten Angriff auf die Wirkung und Folgen von Maßnahmen. Es geht also im Moment mir nicht um die Tötung von Menschen und ganz erhebliche Schäden in einem betroffenen Land, die ja gedeckt sind durch die eben vorgetragene Formulierung, weil insoweit könnte ein Angriff im Internet dann nur unter dem Gewaltbegriff subsumiert einbezogen sein, wenn sich seine Wirkung so darstellen wie beim Angriff, der mit klassischen militärischen Waffen durchgeführt wird. Dann könnte man diesen Artikel 2 ergänzen. Das ist jetzt einer meiner Vorschläge. Ein Angriff, der speziell auf die unmittelbare psychische Beschädigung materiellen Vermögens beziehungsweise auf die Verletzung oder Tötung von Menschen abzielt, entspricht der Anwendung von Waffengewalt und wird von dem Gewaltverbot erfasst. Unter den Vertretern dieses Ansatzes, den ich durchaus sympathisch finde, ist allerdings vollkommen umstritten, ob demgegenüber Cyberangriffe, die lediglich, sag ich mal in Anführungsstrichen, rein wirtschaftliche oder politische Folgen haben, dann auch aus diesem Anwendungsbereich herausfallen oder davon abgedeckt sind. Da habe ich keine Antwort an euch, aber das sind die Fragen, die geklärt werden müssen. Wichtig ist für uns in dem Bereich, weil aus der Ableitung des Rechtes oder dieses Angriffs auf einen Staat gibt es ja auch das Recht zur Selbstverteidigung. Insofern ist die Definition wirklich entscheidend. Und das Recht der Selbstverteidigung ist in Artikel 51 der UN-Charta festgelegt und gibt jedem Mitgliedstaat das Selbstverteidigungsrecht gegen einen bewaffneten Angriff. Und den zitiere ich jetzt auch, den Artikel 51. Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung seines Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen. Sie berühren in keiner Weise dessen auf diese Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens in der internationalen Sicherheit für erforderlich hält. Das ist der Artikel 51, das Recht auf Selbstverteidigung für den Fall eines Angriffes. Ich weiß, das ist alles sehr trocken, aber wir müssen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Jetzt versuche ich nämlich, eine neue Definition bzw. eine Erweiterung des Begriffes des Angriffs als Grundlage zur Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta. Es könnte wie folgt heißen: Jede Angriffshandlung, die einen Staat und seine Einrichtungen, seine Souveränität, territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit in massiver Weise beeinträchtigt und dabei einen im Staatsgebiet des angegriffenen Staates direkte physische Zerstörung verursacht, wobei eine gewisse Intensität erreicht wird. Das wäre, ich nenne das mal, ein moderner Angriffsbegriff und der könnte geeignet sein, auch neue Mittel der Kriegsführung wie digitale Waffen zu umfassen. Das heißt, es würde die territoriale Unversehrtheit kein Argument mehr sein, sondern die Folgen eines Angriffs mit D-Waffen würden in den Mittelpunkt rücken. Und da bin ich jetzt wieder bei meinem Beispiel mit dem Hammer. Denn die Folgen eines digitalen Angriffs können mittelbar oder unmittelbar tatsächlich auch ein Angriff auf weite Teile der Bevölkerung, der zivilen Infrastruktur und so weiter sein. Das wirft natürlich Fragen auf,
ob nur ein militärischer Angriff mit massiven Folgen dies auslöst oder nicht eben auch der Angriff mit D-Waffen, der, wie gesagt, nicht unmittelbar den Tod bringt, aber erst in dessen Folgen. Und das ist eigentlich eine Formulierung, die ich gern erreichen würde. Und trotzdem bleiben die Fragen, ob dies vor dem Hintergrund der methodischen Ansätze zur Einordnung von Krieg im Internet in die Systematik des Artikel 51 greift. Das ist absolut umstritten in der Fachliteratur. Auch da kann ich euch keine Antwort drauf geben. Und für uns, glaube ich, an diesem Punkt ist auch wichtig zu diskutieren, diese Inanspruchnahme des Selbstverteidigungsrechts beinhaltet auch immer Risiken des Missbrauchs. Also ich erinnere da mal, nach dem Angriff auf das World Trade Center 9/11 haben die USA unverzüglich den Krieg gegen den Terror erklärt. Wenige Stunden darauf hat die NATO den Verteidigungsfall nach Artikel 5 ausgerufen. Und zwar nur, ja wirklich wenige Stunden danach, ich weiß ja noch sehr genau, ich saß damals als Regierungsmitglied der rot-grünen Koalition im Bundestag. Wir bekamen, also wir sollen nach Hause in die Wahlkreise gehen oder in die Kirche, wo Gedenkgottesdienste stattfinden wegen der Opfer der Angriffe in den USA. Und zeitgleich kam der Krisenstab und der NATO-5-Verteidigungsfall wurde beschlossen. Also unter Ausschaltung jeder demokratischen Kontrolle. Und wenn wir das Bild mal fortführen, wer beurteilt, wo ist die Instanz, wenn jetzt die Amerikaner oder die Russen oder die Chinesen sagen, wir sind digital angegriffen worden, wir haben die größten Befürchtungen der Auswirkungen auf unsere Bevölkerung, wir erklären jetzt den Selbstverteidigungsfall. Das sind dann Sachen, wo wir uns wirklich einfallen lassen müssen. Wie sieht diese Instanz aus? Weil die Distanz muss ja eine sein, die unsere Daten schützt und nicht weltweit spioniert, um uns unsere Freiheit zu nehmen. Es geht also zum einen um die Änderungen an der UN-Charta und zum anderen auch darum, bestimmte Programme und definierte Ziele zu verbieten. Ich gebe euch mal ganz aktuelle Beispiele, was ich damit meine. In Spanien ist ein A400M bei der Einsetzung der Software für die Triebwerke falsch aufgespielt oder vielleicht war es auch eine Manipulation. Programmierfehler, der A400M ist abgestürzt. Der modernste russische Kampfpanzer, der zurzeit entwickelt worden ist, wird bereits per digitalen Befehl abgefeuert. Also wenn dort die Software manipuliert werden würde und der digitale Panzer abschießt, obwohl das eine Eskalation bestimmter Auseinandersetzungen ist, denkt an Russland, Ukraine, Ostukraine, wissen wir, was dann passiert. Oder letzte Woche die polnischen Passagiermaschinen mussten am Boden bleiben nach einem Angriff mit digitalen Waffen. Und das führt jetzt zu der Fragestellung, was passiert denn, wenn diese Programme durch einen digitalen Angriff übernommen oder zum Absturz gebracht werden? Wenn also Panzer selbstständig angreifen und diese Schadware, wenn die in verschiedene Flugzeuge eingebaut werden, sie einfach zeitgleich vom Himmel fallen. Also es klingt jetzt ein bisschen leicht vielleicht, aber das wäre die praktische Folge. Und da gibt es eine Grauzone und eine Rechtslosigkeit, wo ich vollkommen Snowden folge, der sagt, eine Art Konvention für den Krieg im Internet müsste als erstes definiert werden, welche Rechner, und das ist jetzt aber mein Vorschlag, welche Rechner angegriffen werden und welche dürfen nicht angegriffen werden. Da geht es dann also um eine Zwischenebene, nicht mehr um das globale Verbot oder die Ächtung digitaler Waffen und des Einsatzes, sondern der Versuch, eine neue Definition für Ausschlusskriterien zu finden. Und da sage ich mal zum Beispiel Computer in Krankenhäusern, Altenheimen, bei der Flugsicherung habe ich schon gesagt. Auch dort ist es politisch dann umstritten, sind alle digitalen Waffen schlecht oder gibt es auch gute digitale Waffen? Auch das sollten die internationalen Piraten, nicht nur wir, aber auch alle anderen Institutionen überlegen, weil die Amerikaner waren total stolz drauf, dass mit Stuxnet das iranische Atomprogramm keine Menschenleben gekostet hat, aber angeblich, für mich ist das nicht nachweisbar,
zur Verzögerung, massiven Verzögerung des Aufbaus der Atomprogramme der Iraner geführt hat. Da ist politisch zu klären, ob man das akzeptieren will oder nicht. Dazu braucht man ein fundiertes Wissen und möglicherweise auch fundierte Kenntnisse. Ist es denn tatsächlich richtig, dass der Iran alles macht, um eine Atombombe zu bekommen? Ja oder nein? Das ist jetzt aber ein Nebenkriegsschauplatz. Den lasse ich weg. Ich finde ihn nur spannend, weil ich 5 Jahre Vorsitzende der Iran-Delegation des Europaparlaments war. Die Ausschlusskriterien könnten sein Krankenhäuser, Wasser, Elektrizitätswerke, Flugsicherheit, Chemieindustrie, Atomkraftwerke, weil es ist ja inzwischen auch bekannt durch digitale Manipulation, dass man einen Atomkraftwerk wirklich in die Luft gehen kann, lassen kann. Also da müsste man eine internationale Liste machen. Am Beispiel zum Beispiel, wir schon längst haben nach der Genfer Konvention, wo klar ist, wo ein rotes Kreuz drauf ist, in Krisen- und Konfliktgebieten, die dürfen nicht beschossen werden. Also nur, um das bildlich jetzt nochmal klar zu machen, so einfach ist es dann natürlich nicht. Will ich aber auch nochmal ausführen, wie schwierig es sein wird. Also die IT-Spezialisten zählen, wie oft sich bekannte Schadsoftware, soweit sie denn bekannt ist, die in einem fremden System eingeschleust wurde, beim Heimatserver oder man nennt das auch digitalen Hauptquartier meldet. Und die Zahlen haben massiv zugenommen in der letzten Zeit. Im März 2014 wurden die Schädlinge vor allem in einer Weltregion immer aktiver, nämlich in Osteuropa. Auf dem Maidan in Kiew kämpften zu dieser Zeit die Ukrainer um die Zukunft ihres Landes und Russland besetzte die Halbinsel Krim. Nur ein paar Monate später attackierten auffällig viele kanadische Rechner Ziele im Nahen Osten. Es gibt die Vermutung, dass israelische Hacker Anlagen in Nordamerika für sich arbeiten ließen, um die Luft- und Bodenoffensiven im Gazastreifen durch Cyberoperationen zu begleiten. Die israelische Armee erklärte schon vor 3 Jahren, Zitat, der Cyberspace wird genutzt, um Angriffe und Geheimdienstoperationen durchzuführen. Zitat Ende. Und da sind wir auch wieder bei den extralegalen Hinrichtungen, die es schon lange gibt, mittels Drohnen und auch anderer Möglichkeiten. Und die ja auch angewandt werden, auch wenn sie völkerrechtlich nicht gedeckt sind. Und das letzte Beispiel, die Webseite des Führungsstabes des litauischen Militärs, also der Armee, wurde angegriffen und die Meldung veröffentlicht, dass die gerade laufende Militärübung Saber Strike dazu diene, die Annexion von Kaliningrad vorzubereiten. Das sind die Ebenen, wenn es nicht erkannt wird, dass es ein Angriff ist zur Änderung der Software und der Manipulation von militärischen Webseiten. Wenn es wirklich sowas ist wie die Gefahr des Rückkehrs in den Kalten Krieges, kann, wenn das nicht auffällt, wenn das geglaubt wird, wenn öffentliche Propaganda dazu kommt, auch unter Einsatz von Cybermitteln, Manipulation von Medien, ist das der Weg zu der nächsten militärischen Eskalation. Das alles müssen wir also mit bedenken. Deswegen will ich mich jetzt einmal konzentrieren für spezifische, besonders zivile Ziele und Infrastrukturen. Da kamen eben ja auch schon verschiedene noch Ergänzungen, die wir nachher auf jeden Fall nochmal aufnehmen sollten. Und um nochmal den ursprünglichen Gedanken klar zu machen. Die chemischen Waffen kamen vor allem im Ersten Weltkrieg zum Einsatz und die Wirkung führte schon 1928 zu einer Ächtung durch das Genfer Protokoll. 1975 kam ein Abkommen dazu, das die Entwicklung, Produktion und Lagerung von biologischen Kampfstoffen wie Anthrax verbietet. Und genau deswegen muss schon das Ziel der Ächtung von digitalen Waffen als Ziel immer mitgedacht werden, auch wenn wir die Umsetzung noch nicht definieren können. Und die Forderung übrigens ist nicht neu, die habe ich mir auch nicht ausgedacht, Snowden auch nicht, gibt es schon länger nach einer solchen internationalen Konvention. Russland drängt seit Jahren darauf, internationale Regeln für offensive, jetzt kommt die Unterscheidung, offensive Cyberwaffen
festzulegen. Die USA haben sich lange dagegen gesperrt, weil sie meinten, das Kriminalrecht würde ausreichen. Nach Obama 2009, der hat ja dann neue Abrüstungsgespräche mit Russland angefangen, haben die Amerikaner ihre Haltung geändert. Und trotz aller Konflikte seit 2013 gibt es einen direkten Kommunikationskanal zwischen Amerikanern und Russen, wo sie vertraulich, höchst vertraulich sich gegenseitig melden, wenn es digitale Hinweise gibt. Im Herbst letzten Jahres haben die Chinesen es auch mit Russland vereinbart, mit anderen Schwerpunkten. Und wir sollen ja auch unsere Bundeskanzlerin nicht ignorieren. 2011 hat sie angesichts einer drohenden Cyberaufrüstungsspirale Also genau, auch die Bundeskanzlerin hat das Thema schon Angriff entdeckt. Zu welchem Wort jetzt? Welches war das Entscheidende? Und ein internationales Abkommen zur Bekämpfung von Cyberangriffen und Internetkriminalität eingefordert. Und ich denke, da müssen wir einfach festhalten, dass die Realität vollkommen anders aussieht, jenseits dieser Forderung nach internationalen Einigungen. Auch dazu kommen jetzt einige Beispiele. Die NATO hat auf ihrem Gipfel im September 2014 Cyberabwehr als eine zunehmende wichtige Aufgabe festgestellt und Cyberattacken könnten auch als Angriffe gewertet werden, die den Artikel 5 in Gang setzen. Also den NATO-Bündnisfall ausrufen und damit die kollektive Verteidigung der Allianz. Das ist die Klippe, die ich vorhin als Risiko bereits genannt habe. Und moderne Streitkräfte müssten heute über Cyberwaffen verfügen, also Offensive. Ob sie defensiv oder offensiv eingesetzt werden, würde sich dann aber jeweils nach der Strategie richten. Das heißt, das, was ich sympathisch finde, wir sagen, das ist eine defensive digitale Waffe, das ist eine offensive. Nach NATO-Definition wird das nicht gelingen. Auch da brauchen wir den Fachverstand, um zu prüfen, wie es gehen könnte. Und das ist halt das, was mich auch so wütend macht, weil diese Grenze so fließend ist. Und wir uns quasi schon jetzt bewegen in der fließenden, ja, ist es Krieg, ist es nicht Krieg? Wir können es eigentlich selber von uns aus nicht feststellen. Und es gibt auch keine Institution, die den Einblick hat zu sagen, die russische Militärstrategie, die amerikanische, russische, nutzen das jetzt so oder so. Und das ist eben genau das Problem, dass staatliche Institutionen keine Interessen haben, dies zu definieren. Und wir können uns nicht länger gefallen lassen, dass diese Strategien jahrelang abgekoppelt werden von jedem demokratischen Entscheidungsprozess und einfach weiterlaufen. Und deswegen wurde eben auch wieder nur im Rahmen der lettischen Ratspräsidentschaft am 25. und 26. März hier in Berlin über Cyberverteidigung diskutiert. Und auch dort ist die Begrifflichkeit wieder sehr undeutlich getroffen. Angemahnt wird inzwischen, und das hat auch EU-Präsident Schulz am 25. Juni jetzt gefordert, eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Sicherheits- und Wirtschaftssektor in Europa und zwischen Europa und der NATO, um alle Bedrohungen und Risiken umfassend und gemeinsam zu begegnen. Entscheidungen haben sie noch nicht getroffen. Was jetzt beim NATO-Gipfel gerade gelaufen ist, weiß ich noch nicht, war auch nicht zu recherchieren, weil die Schlagzeile halt die Eskalation, der militärischen Eskalation gegenüber Russland war. Trotzdem, Experten weisen darauf hin, und das ist nachweisbar, dass heute weltweit etwa 50 Staaten über offensive digitale Waffen und Kapazität verfügen, dass diese eben auch in militärische Strategien integriert werden. Und das kann bedeuten, dass schon heute die Manipulation oder Ausschaltung militärischer Kommando- und Kommunikationsstrukturen bis hin zu Angriffen auf zivile Infrastruktur reichen. Die Frage ist, wann es genutzt wird und wann nicht. Der Europäische Rat letzte Woche
hat vereinbart, bis Juli 2016 eine neue Sicherheits- und Verteidigungsstrategie zu erarbeiten. Die letzte ist von 2003. Javier Solana, haben wir uns damals schon gezofft, war ich gerade im Europaparlament, aber die war wirklich noch friedlich zu dem, was jetzt offensichtlich anliegt, weil explizit die aktuellen Herausforderungen wie hybriden Konflikten und der Cybersecurity dort abgedeckt werden soll. Es gibt also ganz viel Bewegung, die auch terminlich schon befristet ist, wo wir den Menschen auch ganz klar sagen müssen, es ist jetzt der Zeitpunkt. Also wir können auch nicht länger mehr warten. Es betrifft jeden von uns schon jetzt. Die Risiken, aber auch die Chancen. Und deswegen könnte man anfangen, über einen Minimalkonsens zu sprechen, sozusagen, um zu gucken, ob es international eine Einigung gibt, selbst innerhalb der Gremien, die ich genannt habe, um von dort aus weiterzukommen. Journalisten und Techniker glauben, dass es sowas geben könnte und dieser Minimalkompromiss könnte nicht die Waffe meinen, also Definition, Gefährdungseinordnung und so weiter und so fort, sondern erstmal die Angriffsziele, was ich vorhin schon ausgeführt habe. Die Staaten könnten sich also wirklich sagen, Atomkraftwerke, Krankenhäuser, Schulen dürfen nicht, egal durch eine defensive oder offensive digitale Waffe tangiert werden. Da ist dann immer noch die Problematik ausgeklammert und die kann ich auch nicht beantworten. Also ich glaube, es ist einfach, auf dieser Ebene, auf staatlicher Ebene Vereinbarungen zu treffen. Das löst ja aber nicht das Problem der nichtstaatlichen Akteure. Also jeder, der sich im Netz bewegt, kann durch Manipulationen von Software und so weiter und so fort in sehr kurzer Zeit Manipulationen, Software oder auch digitale Waffen erstellen. Das ist die andere Ebene, die eine Dimension ist, wo ich für euch heute keine Antwort habe. Ich will aber nochmal sagen, wie es ist, und da bin ich dann auch schon fast am Schluss. Die bisherigen Instrumente reichen nicht. Bei konventionellen Waffen, also ABC, was ich gesagt habe, achten die Vertragsparteien selber oder eine internationale Organisation wie der IAEO darauf, dass niemand gegen sie verstößt. Dazu gibt es Vereinbarungen zu gegenseitigen Kontrollen. Sie dürfen in die Fabriken, in die Lager, in die Militärbasen, das alles wird dokumentiert. Und es gibt eine gewisse Transparenz, die dann auch die Sicherheit gibt, dass die Vereinbarungen eingehalten werden. Im Fall von digitalen Waffen, was würde sowas bedeuten? Das würde Inspektionen bedeuten, das komplette Internet nach Schadprogrammen zu durchsuchen. Dafür müssten private Firmen und staatliche Stellen ihre Netze für Dritte absolut offenlegen. Die Geräte und Server von Privatpersonen müssten zugänglich sein und das alles unverschlüsselt. Und das ist der Datenschutz-Super-GAU. Das heißt, das ist für uns der Weg nicht. Insofern habe ich da im Moment nur das Ausschlusskriterium. Wir können nicht allein aufgrund der internationalen bisherigen Vereinbarungen unser Ziel durchsetzen, unsere Freiheit zu verteidigen und die digitale Gefahr einzudämmen. So, und jetzt kommt mein Appell. Das war jetzt ja alles auch sehr zusammengesucht aus militärischen Analysen und so weiter und so fort. Wir sollten jetzt mal die strategisch-militärische Brille absetzen. Wenn wir das tun und auf das Thema als Bürger schauen, wie die Menschen das von uns auch erwarten, wird klar, was das Ziel aller Anstrengungen sein muss. Sichere Daten, sichere Infrastruktur, ungestörter Betrieb unserer alltäglichen Einrichtungen. Die Verringerung unverschlüsselter Datenmengen wird zu weniger Cyberverbrechen führen und weniger Cyberspionage. Was gut für die Sicherheit ist, ist auch gut für die Menschen und den Staat. Wenn Whistleblower Edward Snowden, er hat vor kurzem schon gesagt, nach seinen Enthüllungen, dass richtig genutzte Entschlüsselungen gegen die NSA helfen. Die Menschen müssten nicht nur begreifen, was die Geheimdienste alles sehen, hören, speichern, sondern auch anfangen, sich zu wehren. Ihr habt neulich eine Diskussion geführt über die Frage, was ist eigentlich unser innerer Motor,
für unsere Freiheit, um dafür zu kämpfen. Es gab zwei Antworten. Ich denke aber, dass unser Weg wirklich sein sollte, um unsere Freiheit zu kämpfen und zu schützen, diese schwierigen Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe, zu beantworten. Und da bin ich jetzt Optimist. Ich glaube, wir können eine solche Konvention erreichen. Ich sage das als frühere Koordinatorin der internationalen Kampagne gegen Landminen. Als wir angefangen haben, die Verteidigungsministerien zunächst innerhalb der NATO und dann auch außerhalb zu besuchen und unsere Forderungen darzustellen, haben sie uns vor die Tür geschmissen. Zwei Jahre später hatten wir die ersten Verhandlungen. Heute sind Minen international geächtet und die Kampagne hat ihren Friedensnobelpreis bekommen. Das zeigt, es geht, wenn wir den Mut haben, uns zu wehren und positiv Widerstand zu leisten. Und dazu brauchen wir halt das Bündnis, was ich schon erwähnt habe. So. Ja. Vielen Dank, Angelika Bär. Die, die uns kennen, auch im Netz kennen, wissen, dass wir uns immer zum Schluss einer Matinee bedanken bei dem Gast. Ich ziehe das mal ein bisschen vor, aus folgendem Grund. Aufgrund deiner Ausführung, und dahinter steht ja dann noch viel mehr, ist es schon erstaunlich, dass Menschen mit deiner politischen Erfahrung den Beitrag beenden, optimistisch bleiben zu wollen und optimistisch zu sein, nämlich auf diesem Gebiet was erreichen zu können. Du hast natürlich völlig recht. Wenn wir jetzt aufgeben, dann können wir dieses Thema nie mehr drehen. Aber es ist natürlich eine gewaltige Herausforderung vor dem Hintergrund, dass die Vereinten Nationen ja leider keine Autorität mehr haben. Die haben sie deshalb nicht mehr, weil die Großmächte das natürlich einschränken und das auch nicht zulassen. Und insofern ist sozusagen neben der durch Martin Hase sehr früh begonnenen Definitionsfrage, was ist denn nun die digitale Waffe, die andere wichtige Frage, wie du ja auch sagst, wie erreichen wir die Menschen, dass sie sich gegen sozusagen die biblische Bedrohung wirklich wenden, so will ich das mal mit diesem Bild versehen, wenn wir eben sehen, dass sie bisher eigentlich sich haben nur einschüchtern lassen, obwohl wir hier bezogen auf die Bundesrepublik ja eigentlich ein kampffähiges Land werden für das Kämpfen um Demokratie. Und wenn ich eben sehe, wie wenig von diesem Recht Gebrauch gemacht wird, dann finde ich, ist es umso fantastischer, dass es Menschen wie dich und Gott sei Dank vielleicht auch noch zwei, drei andere gibt, die diesen Kampf führen wollen. Das als sozusagen Dankesbemerkung. Und bitte, Mirko. Ja, ich bin Mirko Bramann. Ich mache hier die Kameras normalerweise, aber ich bin halt Techniker und auch sehr lange Administrator und zwar auch Administrator im Prozessrechnerumfeld, also in großen Kraftwerken. Und ich muss unbedingt was dazu sagen, weil ich fordere das auch schon ganz lange. Wir brauchen ganz dringend einen TÜV, weil IT funktioniert ja heute so, da werden einfach Dinge programmiert und irgendwelche Sachen gesteuert oder was auch immer. Und das wird gar nicht geprüft. Und ich glaube, beim Militär ist es auch nicht anders. Da wird also rumgebastelt von irgendwelchen Leuten. Dann wird das sicherlich auch ausprobiert, ob es funktioniert und so. Aber es gibt keine unabhängige Instanz, die hingeht und sagt, so jetzt machen wir mal eine Abnahme. Jeder kleine Gewerbetreibende, der hier so einen Kaffee betreiben möchte, der hat da nur Stress mit, ja, mit solchen Kontrollen. Und die können einfach machen, was sie wollen. Auch in der Wirtschaft übrigens, also wo ja auch Prozesse dranhängen, die sehr große Verluste verursachen können. Oder ich habe vorhin die chemische Industrie erwähnt. Eins der größten Risiken überhaupt, direkt nach, also vielleicht sogar vor den Atomkraftwerken. Aber ich will auch noch mal auf die Ukraine hinweisen. Da findet ein Krieg statt in unmittelbarer Nähe von Atomanlagen. Und das Problem ist auch, dass aus diesen Anlagen natürlich Personal abgezogen werden, weil die Techniker, die da arbeiten, sind wenige. Und die brauchen sie dann aber auch in diesen militärischen Geschichten. Und dann ziehen die ab und dann sind da in den Kraftwerken weniger Leute. Dann steigt natürlich das Risiko. Und das alles wird nicht geprüft.
meine, auf die Ukraine haben wir eh keinen Einfluss jetzt, ja. Aber wir sollten wenigstens als Vorreiter in den Ländern, wo wir zum Beispiel in der EU das einführen könnten, das ganz dringend tun, ja. Und natürlich muss man auch wissen, dass Software und diese ganze Technik auch immer gewisse Unsicherheiten hat. Ja, also mal abgesehen von Angriffen. Angriffe sind ja nun sowieso zu ächten. Ja, also da muss man ja unbedingt was erreichen. Aber es können eben auch Dinge einfach schiefgehen. Ja, also wir haben ja in den 80er Jahren diesen Film Wargames oder so gehabt, wo das auch gezeigt wurde. Also Hollywood hat das ja schon vor 20 oder 30 Jahren aufgegriffen. Ist alles nichts Neues. Und die Leute, die gehen heute nicht mehr auf die Straße. Wenn man also aufruft, lasst uns mal gegen irgendwelche militärischen Aktionen in Nähe von Atomkraftwerken demonstrieren, dann kommt keiner. Und das ist, also die Leute sind so abgestumpft, möchte ich fast sagen, dass da die Frage ist, wie wollen wir denn mobilisieren? Und das wird wohl nötig sein. Ich würde gerne einen Begriff aufgreifen. Du hast gesagt, wir brauchen sowas wie einen TÜV. Es gibt ja in bestimmten Bereichen der militärischen, aber auch der zivilen Forschung Vereinbarungen über Technikfolgeabschätzungen, weil man gemerkt hat, dass das, was die Idee ist, letztlich entweder im Prozess der Erstellung sich anders entwickelt, anders reagiert oder eben auch zu teuer wird. Ich plädiere jetzt einfach mal dafür, dass wir das jetzt mal festhalten als eine wichtige Anregung, denn im Bereich von digitaler Software stellt sich auch da die Herausforderung, dass es eine absolut neutrale Institution sein muss. Das wäre auch spannend, sowas zu wählen zum Beispiel, wo nicht Wirtschaftsinteressen, Industrieinteressen am Tisch sitzen oder Beauftragte der regionalen oder nationalen Militärs, sondern wirklich Experten, die diesen Sachverstand haben und die vereidigt werden und dementsprechend auch, und das wäre dann wichtig, transparent ein Ergebnis einer solchen Folge, Digital War Folge, ein was weiß ich was, dann einer Kommission vorlegen, wo die Gesellschaft das Recht haben muss, zu sehen, was wird entwickelt. Ist das ein Weg, unsere Chancen zu nutzen oder sind es die Risiken? Und dementsprechend auch einen Einfluss haben muss. Soweit nur, um das aufzugreifen. Ja, hallo. Ich wollte eigentlich an Mahas Frage zurückgehen, weil ich mir da was dazu überlegt habe, was also wieder eine neue Frage an dich ist, ob ich es einigermaßen richtig verstanden habe. Maha hat die Frage gestellt, was sind eigentlich digitale Waffen, müssen wir erstmal definieren. Und ich dachte jetzt, nee, das können wir ja nicht definieren. Das ist so ungefähr ähnlich wie mit den synthetischen Drogen. Hast du eine definiert, wird ein winziger Bestandteil im Computercode verändert und dann kommt die nächste und die ist nicht definiert, die ist nicht verboten. Wir müssen also eher drauf zielen zu sagen, was sind die Auswirkungen von digitalen Handlungen, die Absicht haben, Schaden anzufügen, die Absicht haben, Angriffe zu führen, also eher die Motivation und das Ziel, das dazu dient, zu definieren, wo findet eigentlich ein digitaler Krieg statt, als auf die Mittel, die angewendet werden, zu fokussieren. Das ist die Frage, habe ich es richtig verstanden? Das ist genau das, was ich vorschlage, weil wenn selbst die Five Eyes oder andere, die auf der höchsten Ebene digital unterwegs sind, da gibt es ja Berichte darüber, also aus dem militärischen Bereich, dass selbst die nicht schaffen, eine digitale ein Instrument als Waffe zu definieren oder die können nicht sagen, so, das ist jetzt dieses Teil, das wollen wir jetzt verbieten, weil es gibt die permanente Weiterentwicklung. Und deswegen ist genau das, was du gerade gesagt hast, mein Plädoyer, ohne die Hauptforderungen zu vergessen, weil das ist das, womit wir mobilisieren können, zu sagen, wir brauchen zunächst einmal einen Schutz dessen, was nicht angegriffen werden kann, egal wodurch. Ja. Vielleicht darf ich dem Ma ja auch nochmal, falls er vorhin etwas länger ausführen wollte und dann merkte, das war der falsche Zeitpunkt, bitten, das nochmal weiter auszuführen. Aber ich habe selbst noch einen anderen Aspekt, nämlich den, dass wir zunächst einmal wissen, dass Angriffskriege eigentlich ausgeschlossen sind durch die Vereinten Nationen und sie werden trotzdem geführt. Das war bisher
Aber immerhin sozusagen eine Konvention, kein Land darf das andere Land überfallen mit den konventionellen Waffen. Mit den Drohnen haben wir nun eine ganz andere Situation erreicht, dass die Drohnen natürlich in dem Sinne keinen Angriffskrieg klassischer Art führen, sondern eben gezielte Tötungen mit überschaubaren Kollateralschäden betreiben. Es gibt sozusagen keine Rechtsprechung bisher, da hinken die Völkerrechtlicher massiv hinterher. Und da du dich ja so intensiv damit beschäftigt hast, ich habe eigentlich keine Erklärung dafür, weil der Computer ja nicht gerade 2014 geboren wurde. Insofern hat man, oder das dachte ich eigentlich, dass sozusagen Experten aus der Juristerei lange vorhersehen konnten, dass es da ein rechtliches Problem zu regeln gilt im Sinne der Menschheit. Und ich bin erstaunt, dass das nach wie vor einfach zugelassen wird, dass ein Land, natürlich die Supermacht, andere Länder im Grunde genommen kriegerisch angreift. Und da sehen wir auch wieder diese ganze Dramatik, dass wir einfach ohnmächtig davor stehen, weil jeder von uns, der jetzt ähnlich wie wir hier darüber nachdenkt, und davon gibt es Gott sei Dank ja bestimmt auch noch viele, einfach nur sagt, ja, sorry, die Technik, wir sind jetzt nicht mehr die Subjekte, sondern die Objekte unserer eigenen Technik geworden. Ja, ganz kurz, weil ich meine, wir können uns das einfach machen und sagen, wir brauchen ein Reset des Völkerrechts, was gewissermaßen ja auch richtig ist. Nur dieser Begriff ist schon so langweilig. Also Reset wollte Obama, wollten schon alle. Und das ist nicht das, was wir darunter verstehen. Also wir wollen ein Völkerrecht, was in die Zukunft gerichtet all diese Fragen abdeckt. Und wir haben natürlich das Problem, sag ich mal, was aber auch positiv war. Es gab ja auch schon völkerrechtswidrige Militäreinsätze mit deutscher Beteiligung, die aber zumindest dafür geführt haben, dass in unserer Gesellschaft eine absolute Kontroverse darüber geführt wurde. Also am Beispiel Kosovo, ehemaliges Jugoslawien. Hast du selber Haut? Wo ich selber letztlich nach bestem und Gewissen eine Position eingenommen habe, nachträglich dann noch wusste, dass meine eigene Regierung mich belogen hat. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Nur, das waren Auseinandersetzungen vor der Haustür mit Bildern, mit Flüchtlingen, wo jeder sich gesellschaftlich in diese Debatte reingestürzt hat. Und das macht es so schwierig, das zu transportieren auf das, was du gerade gesagt hast. Ich habe mir neulich auf einer Demo bei uns gegen den G7-Gipfel in Schleswig-Holstein, und wir versuchen ja auch aufzuklären, wenn Drohnen eingesetzt werden zur Überwachung von Demonstranten, vielleicht sind wir noch nicht bedroht genug, vielleicht müssen die Leute wirklich, wenn was hier über das Dach jetzt läuft, hinterher Fotos veröffentlicht werden, damit die Leute wissen, wir sind ja vollkommen kontrolliert, wir sind auch spioniert, dann kriege ich übermorgen einen Anruf, warum ich vorgestern das gemacht habe. Vielleicht ist es wirklich so, dass die Bedrohung noch nicht greifbar ist. Das wird ja aber in Kürze so sein. Guckt euch mal an jetzt die ersten Google-Autos, die nicht bemannten Autos, wo oder guckt euch auch an die technische Ausrichtung jetzt bei Neuwagen, wo jeder Meter, den du fährst, rekonstruierbar ist. Guck dir Smart Grid an, also das moderne neue Haus, wo du über dein Handy entscheidest, wann der Kühlschrank angeht, wann die Heizung angeht, die Babyklappe oder was weiß ich was. Das heißt, ja, die wissen selbst, weil der Kühlschrank sagt, was leer ist, die wissen dann auch, wenn du mit deinem Handy losfährst, einkaufen, erstens wissen die Weg, wohin, zweitens haben sie die Chipkarte auf deiner Kreditkarte. Vielleicht muss es erst so weit kommen, um den Menschen klarzumachen, dass das unsere Freiheit, dass wir die Freiheit jetzt verteidigen müssen. Weil jetzt können wir es noch. Das ist ja, und wir Piraten können es besser als andere, wir sind prädestiniert dafür. So wie du sagst, du bist in dem Bereich aktiv und das ist unsere Verantwortung. Deswegen wünsche ich mir das. Ich stelle es auch nicht gegen andere Politikfelder. Aber es ist ja ein Querschnittsthema. Es gibt keinen Politikbereich ohne die Bedrohung, dass unsere Freiheit massiv eingeschränkt und letztlich auch beseitigt wird. Außer wir sind bereit, am Rad mitzudrehen.
Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also tatsächlich ist das ja eine breite Palette von Themen, die du hier aufgemacht hast. Ja. Und ja, zur Abgrenzung, also die Frage, die Mara auch aufgeworfen hat, möchte ich eigentlich nur mal sagen, worum es geht. Mirko hat das auch schon angesprochen, nämlich, dass es nicht erlaubt sein darf oder eben geächtet sein muss, dass jemand ohne die nötige Autorisierung, also autorisiert zu sein, also meine Daten auf einem Rechner verändert, Konfigurationen ändert oder Schadprogramme oder neue Programme installiert. Ja. Also letztlich geht es eben darum, dass alles das, was man ja auch schützen kann auf einem Rechner durch entsprechende Verschlüsselung, Passwörter und so weiter, eben nicht von einem Dritten quasi gebrochen werden kann. Ja. Das, inwieweit das eben mit den klassischen Rechten geregelt ist, darüber streiten Juristen tatsächlich. Also diesem Streit möchte ich mich gar nicht beteiligen. Aber letztlich ist also das, worum es geht oder was es zu schützen will, eigentlich ganz klar. Zweiter Punkt ist, es geht eben nicht nur um das Internet. Also gerade der Stuxnet-Angriff, ja, hat das ja auch deutlich gemacht, dass das lange vorbereitet war, eine lange Vorbereitungszeit brauchte. Und man musste eben auch dieses Schadprogramm auf Rechnern installieren, die nicht unbedingt mit dem Internet verbunden waren. Also nicht, also es reicht also nicht, jetzt sich vom Internet zu trennen, um eben die Installation von Schadprogrammen zu verhindern. Und da war eben, also das war eben eine neue Strategie. Man hat das also über Jahre vorbereitet und so lange gewartet, bis man alle Rechner hatte und dann den Angriff gefahren. Ja. Und insofern gilt der Fokus eben, also wie ich erst sagte, also generell darum, dass alle Technik, also Rechneranlagen geschützt werden müssen und dieser Schutz, das Durchbrechen dieses Schutzes in irgendeiner Form dann penalisiert, also unter Strafe gestellt werden muss. Das gilt, das wird vielleicht im privatrechtlichen Bereich innerhalb eines Staates noch einigermaßen machbar sein, auch wenn wir da auch noch einen weiten Weg vor uns haben. Aber eben zwischen den Völkern, also in diesem Punkt, wird es eben sehr schwierig, weil Völkerrecht ist schön und gut. Es fehlen uns aber die internationalen Institutionen, die dieses Recht auch durchsetzen können. Ja. Und insofern finde ich eben den Hinweis gerade auf die ABC-Waffen sehr hilfreich, weil dort hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, also ich meine bis jetzt. Ja, also toi, 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 weil wir wissen alle, das hängt damit zusammen, dass wir es letztlich immer selbst bei einem Saddam Hussein so weiter mit Regierungen zu tun haben, die einigermaßen berechenbar sind, die also einigermaßen in diesem internationalen System eingebunden sind oder funktionieren. Wenn ich mir jetzt Islamischen Staat oder andere Bewegungen angucke, weiß ich nicht, ob das in aller Zukunft auch immer so sein wird. Ja, aber wir wollen jetzt nicht pessimistisch in die Zukunft schauen, wollen eher hoffen, dass das, was tatsächlich positiv gelaufen ist, sich auch in die Zukunft fortsetzen lässt. Und da ist es eben sehr wichtig, dass man eben in diesem Bereich ganz genauso vorgeht. Und ich finde das sehr gut, wie du das dargestellt hast. Vielleicht nehme ich das Stichwort nicht allzu pessimistisch in die Zukunft schauen, doch nochmal auf. Also ich denke mal, man muss in jedem Falle das Schlimmste aller Fälle annehmen, um gewappnet zu sein und auch Kraft zu entwickeln, sich dagegen zu wehren. Also die Verdrängung, dass das hoffentlich nicht passiert, was als Möglichkeit auch erscheint, hilft meiner Meinung nach überhaupt nicht weiter. Trotzdem ist es natürlich vor diesem Hintergrund fraglich, wie kriegen wir dann die Mobilisierung hin? Aber wenn wir die sich mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen, ohne uns überheben zu wollen, nicht die schlimmsten Szenarien ausmalen,
damit andere sich damit beschäftigen und sich dann vielleicht doch fragen, reihe ich mich jetzt ein in die Front derjenigen, die stärker dagegen vorgehen will, aus meiner Sicht hilfreich. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber ich neige dazu, wirklich selber diese Horrorbilder zu entwickeln. Denn nur wenn wir diese Bilder haben, werden wir auch Möglichkeiten finden, nicht nur per Wort, sondern eben hinter diesen Bildern Menschen zu versammeln. Das, denke ich, zeigt die Geschichte. Du musst eben wirklich das Schlimmste annehmen, weil leider sozusagen der eine Teil in uns eben nicht nur gut ist. Und insofern werden die, die eben nicht unter Kontrolle stehen, das dann auch, um sich zu wehren, an Szenarien einsetzen. Sind es nun die Chemiewaffen oder sind es eben die viel verdeckter agierenden digitalen Waffen? Aber vielleicht siehst du das anders. Du sprachst ja davon, du hoffst darauf, dass die anderen Menschen so mitziehen, weil sie es erkennen. Ja, nur vielleicht habe ich das vorhin nicht deutlich genug. Also ich gehe nochmal auf die internationale Kampagne gegen Landminen ein. Da gab es zwar einige Bilder von den Opfern, Minen sind ja nicht darauf produziert, Menschen zu töten, sondern gezielt zu verstümmeln. Wir haben dann geguckt, wo sind eigentlich unsere gesellschaftlichen Partner? Und die hast du in dem Worst-Case-Szenario, weil das ist der zerstückelte Mensch, der seine Familie nicht mehr ernähren kann und so weiter und so fort und ganze Bevölkerungsteile in der Landwirtschaft, die waren ganz schnell da, über alle gesellschaftlichen Gruppen. Egal ob Kirchen, UNHCR, Hilfsorganisationen, insbesondere NGOs, also alle, sag ich mal, die international unterwegs sind, bis hin letztlich dann eben auch zu den eigenen Regierungen. Und das ist natürlich nicht von heute auf morgen, aber dazu gehört es natürlich, die Gefahren nicht zu übertreiben, aber die Risiken genau zu beschreiben und jeden zu fragen, stell dir mal vor, das tritt ein, was bedeutet das für dich? Und das ist der Weg, um Bündnisse zu finden. Und ich glaube, dass das durchaus gelingen kann, auch in der Frage. Und das, du hast ja zweimal die Drohnen angesprochen. Aus meiner Sicht müssen die geächtet werden, weil sie die Hemmschwelle zum Einsatz von Tötung reduzieren. Das ist was anderes, ob ich einen Soldaten befehlige und sage, du setz dich jetzt ins Flugzeug, du fährst genau da oder in Israel, wo gezielt dann auch im Gaza angegriffen wird auf Mitglieder von vermeintlichen Terroristen. Du fliegst da über das Haus, du wirfst die Bombe runter, scheißegal, ob etwas salopp gesagt, ob deine Familie zu Schaden kommt oder nicht, wir wollen den Terroristen weghaben. Das ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht aus meiner Sicht. Und solche Sachen muss man sehr dezidiert zuspitzen, weil die Zukunft der Kriege wird weitestgehend unbemannt sein. Und dann kommt es eben nicht mehr auf den Faktor Menschenleben an, sondern da sitzt einer hier irgendwo im Hauptquartier und sagt, so, das bedroht mich da, schlage ich jetzt drauf. Also Drohnen sind für mich auch schon jetzt, jenseits dieser Diskussion der Zukunft der digitalen Waffen, verbotenswürdig und das sollten wir genauso betreiben. Okay. Wir kriegen es hin. Es gibt ja verschiedene Ebenen. Ich wollte nochmal darauf hinweisen. Es gibt halt Waffen und es gibt Industrieanlagen. Also die Gefahren sind ja vielfältig. Man muss halt gucken. Ich finde besonders wichtig, dass die Länder, die es könnten, als gutes Beispiel vorangehen sollten. Das ist eine ganz wichtige Sache, glaube ich. Und die Themen mit den Waffen hängen natürlich mit allen anderen Themen zusammen. Die werden ja produziert aus wirtschaftlichen Gründen. Also es gibt eben Firmen, die wollen damit Arbeitsplätze schaffen, wie sie immer so schön sagen. Das ist natürlich Quatsch. Aber wir müssen dahin kommen, dass alle Themen wirklich im Zusammenhang gesehen werden. Weil die Menschen müssen einfach verstehen, dass, also wir hatten ja noch nie so viel Waffen im Umlauf wie heute. Das ist ja völlig irre. Und das kann ja es kann ja so nicht weitergehen. Ja. Und da liegt ja das Problem. Diese Hightech-Waffen werden ja gebaut, ja, weil man eben Arbeitsplätze schaffen will. So sagt man. Ja, letztendlich wollen einige wenige richtig viel Geld verdienen damit. Und die Menschen, vor allen Dingen die Regierungen, die ja eigentlich zum Wohle der Völker handeln sollten, ja,
tun es einfach nicht, weil sie unterwandert sind von irgendwelchen anderen Gruppen, die andere Ziele verfolgen. Und das gehört halt alles im Zusammenhang betrachtet, sodass man das eben auch so den Menschen klar machen kann, dass sie es wirklich nicht mehr wollen. Weil jede Waffe, die im Umlauf ist, wird töten, früher oder später. Simon. Ja, ich wollte jetzt nochmal auf ein Spannungsfeld eingehen, weil es auch gerade schon auf Twitter rezipiert wird sozusagen. Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, dass bei dir auf dem Dorf irgendwie bei allen technischen Möglichkeiten tendenziell erstmal die Risiken gesehen werden und dass das natürlich ein Problem auch für eine Informations- und Wissensgesellschaft ist. Andererseits klang das hier in der Diskussion jetzt auch schon so ein bisschen an, dass wir unsere Freiheit der Bequemlichkeit opfern würden, weil wir irgendwie unseren Kühlschrank in Zukunft in die Lage versetzen wollen, irgendwie, was weiß ich, automatisch Tofu nachzubestellen, wenn der den Eindruck hat, dass da der Füllstand der Neige entgegengeht. Oder dass halt Autos inzwischen ja natürlich jeden gefahrenen Weg nachvollziehen können. Ich wollte dazu sagen, dass ich Bequemlichkeit prinzipiell erstmal gar nicht schlecht finde. Also, dass wir uns selber in die Gefahr dieser Technikunmündigkeit auch begeben, wenn wir sagen, ja, wir müssen aber verhindern, meinetwegen, dass in Autos GPS-Empfänger drin sind oder dass das Haus irgendwie komplett überwachbar ist, weil letztlich energiepolitisch und von der Bequemlichkeit her ist es ja eigentlich total geil, wenn ich in meinem Haus alles unterwegs vom Smartphone aus steuern kann. Ich bin ja so ein bisschen obsessive compulsive. So, ich gehe manchmal aus dem Haus und nach 100 Metern überlege ich mir, oh, habe ich jetzt wirklich abgeschlossen? Und statt nochmal zurückzulaufen, wenn ich einfach kurz nachschauen könnte, ist jetzt eigentlich mein Haustürschloss zu. Das fände ich ganz schön geil. Aber wofür wir natürlich dann andererseits kämpfen müssen, ist, dass wir trotzdem, auch wenn diese Daten entstehen und auch wenn diese Daten theoretisch über irgendwelche digitalen Waffen in die falschen Hände gelangen können, es trotzdem klar sein muss, dass wir dennoch nicht irgendwie eine Drohne auf den Kopf kriegen, weil irgendwelche Militärs halt sehen, oh praktisch, der ist gerade nach Hause gekommen, dann schmeißen wir da doch jetzt mal irgendwie den Marschflugkörper drauf. Das ist meiner Meinung nach so das Hauptspannungsfeld. A, wir wollen moderne Technik, wir wollen Bequemlichkeit, wir wollen auch die ganzen Möglichkeiten, die bietet, aber letztlich muss klar sein, und ich denke mal, das geht nur politisch, das geht nicht technisch, dass solche Informationen, die einfach in Zukunft mehr und mehr abfallen werden, nicht dazu führen, dass Menschen vom, ich sag mal, militärisch-industriellen Komplex irgendwie verwundbarer sind. Alles Technikfreunde hier. Nein, ich finde das spannend. Ich bin da auch gar nicht direkt, habe da auch keinen Widerspruch zu. Wobei die Diskussion über einen militärischen, wirtschaftlichen Komplex, die lasse ich jetzt mal, weil das ist ja schon lange so, dass Gesellschaften nicht mehr nach den gesellschaftlichen Bedürfnissen gesteuert werden, sondern nach anderen wirtschaftlichen und auch sicherheitspolitischen Eingängen. Und das ist heute schon zu bekämpfen und zukünftig auch. Ich greife mal das Stichwort der Bequemlichkeit auf. Wenn wir die Menschen mitnehmen wollen und ich meine, jetzt mache ich mal einen großen Bogen, ist ja eben schon gesagt worden, ne? Argumentation mit Arbeitsplätzen. Wenn ihr euch die Rede von Martin Schulz von letzter Woche durchlest, dann ist bei der Digitalisierung der Wirtschaft und der Kultur und so weiter, ich weiß nicht, wie viele Millionen Arbeitsplätze dann entstehen, hat er erzählt. Das sind dann so die Sprachfloskeln, womit die Leute eingefangen werden. Und das wird natürlich nicht in dem Bereich diskutiert, den wir jetzt zum Thema haben. Und ich überlege mir auch, wenn du dann anguckst, wenn Statistiken zum Beispiel über zunehmendes Burnout, gerade auch bei Jugendlichen, aber insgesamt zunehmend in unserer Gesellschaft, was ja auch mit einem unendlichen Arbeitsdruck zu tun hat. Also ihr habt mal diskutiert, ich brauche Geld, um dann arbeiten zu können oder andersrum im Rahmen der BGE-Debatte. Das sind ja alles Folgen möglicherweise auch eines rasanten Informationsflusses. Also du kannst ja heute
egal ob wir jetzt im Parlament sitzen oder irgendwo anders, das ist alles Echtzeit. Das heißt, die Qualität hat sowieso schon abgenommen, es ist nicht recherchiert, es werden Sachen in die Welt geschossen, unheimlich schnell verbreitet. Ich könnte mir auch vorstellen, um zur Sicherung dieser Bequemlichkeit, die ja auch attraktiv ist, zum Beispiel vorzuschlagen, dass wir ein Gesetzesmoratorium fordern. Dass wir sagen, bei allen Gesetzen, die in der EU in diesem Bereich jetzt weiter erlassen werden, dass die vorher offengelegt werden, dass geprüft wird, welche Auswirkungen das auf uns als Gesellschaft hat. Und im Zweifel wir auch versuchen, diese Datenflut ein Stück zu reduzieren oder zu steuern. Das hat noch keiner überlegt, aber ich finde, also ich meine, außerhalb, das ist nicht kein Instrument der etablierten Politik, aber auch das könnte dazu führen, dass wir Menschen eher wieder an das Thema ranbringen können. Also natürlich machen wir digitale Schleswig-Holstein für die mobile Bibliothek, weil die Dörfer keine Gelder mehr haben, jetzt im Rahmen von Kommunen, Flüchtlingen und Verschiebung der Finanzen. Das alles gibt es und das nehmen die Leute auch an. Und auch in diesen Bereichen sind wir diejenigen, die sagen, wir wollen das, aber wir wollen auch sicher haben, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Das machen wir ja schon in der täglichen Arbeit. Deswegen glaube ich, es ist kein Widerspruch, aber da, wo wir merken, dass mit Versprechungen, wirtschaftlichen Aufwuchs, Sicherung oder Verhinderung der Altersarmut, Missbrauch mit Daten betrieben wird. Und das sehen wir doch heute jeden Tag in der Flüchtlingspolitik, wo Datenströme erfasst werden, um Flüchtlinge abzuhalten, nach Europa zu kommen. Da ist massiver Widerstand gefragt und das hat dann nichts mit Bequemlichkeit zu tun, sondern der Kampf um Grundrechte und Menschenrecht. Und den dürfen wir ja bei der ganzen Thematik nicht vergessen. Aber ich möchte dann doch noch mal eine Lanze brechen für das starke Plädoyer von Simon in Bezug auf, ich möchte sozusagen den technologischen Wandel für meinen Komfort in meinem Leben schon nutzen. Warum sollten wir ihn nicht nutzen, wenn wir so weit gekommen sind, wie wir gekommen sind? Also insofern, den Grünen hat man sehr schnell mal vorgeworfen, dass es Technologiefeinde sind. Den Piraten konnte man das nicht vorwerfen, weil sie die Ersten waren, die sagten, ihr seid nicht mehr in der Zukunft, aber wir als Jugend sind in der Zukunft, weil wir von diesem Thema was verstehen. Und insofern sind die auch diejenigen, die zu Recht sagen, kommt uns jetzt nicht hier mit dem Vorwurf der Technologiefeindlichkeit. Wir wollen Technologie und wir sehen auch eine Chance. Wie bitte? Dagegen bin ich nicht. Aber wir müssen es verbinden mit der sozialen Frage natürlich. Und den Auswirkungen. Ja, deshalb haben wir ja auch Diskussionen geführt hier über das BGE. Und es wäre schöner, wenn sich die Piraten mit noch mehr Werbe für dieses Thema einsetzen würden, weil wir jetzt sozusagen ab heute eigentlich an dieser Schwelle sind, uns diese Vision nicht nur auf das nächste Jahrtausend vorzustellen, sondern eigentlich bald greifen zu können. Also nur so viel, damit da kein Missverständnis entsteht über die Haltung der Piraten und ihrer Freunde in Bezug auf die Haltung zur Technologie. Bitte. Ja, hallo. Ich habe jetzt bei Simons Beitrag geklatscht, aber weniger, weil ich so ein großer Technologie-Fan bin, muss ich sagen, oder weil ich bequem bin und ich finde das so ein vernetztes Haus eher ein bisschen, Aber ich will mal daran erinnern, dass wir uns diese Gedanken eigentlich schon gemacht haben. Das wird vielleicht ein bisschen vergessen bei den Physikern oder bei Galileo Galilei mit Brecht. Was ist mit dem technologischen Fortschritt? Damals ging es um Atombombe. Und wie wir das dann verhindern können. Und da wurde auch eindeutig die Antwort gegeben, es muss eine gesellschaftliche Antwort. Es kann nicht der Einzelne sein oder dass man diesen Technologiefortschritt versucht aufzuhalten. Das wird es nicht sein. Das war es in der Vergangenheit nicht und das wird es auch jetzt nicht sein. Sondern dass man eben wirklich damit ernst macht, Transparenz herzustellen und die Entscheidung der Völker, den Völkern anheimstellt. Ich finde das jetzt also super, dass Griechenland sagt, also das Volk soll mal gucken, dass es auch mal sieht, worum es da geht. Das sind irgendwelche
Papiere, da wird immer von den Politikern nur geredet, dies und jenes, aber es wird nie konkret gesagt, was steht denn da drin in den Papieren? Da wird irgendwie solche Nebelblasen, Nebelkerzen geworfen und das Volk bleibt eigentlich, oder die Masse, sage ich mal, uninformiert. Und was die Masse, und ich muss sagen, dieses Thema interessiert noch die Masse nicht. Irgendwie? Ja, ein bisschen also, leiser. Der GZ-Hinweis ein bisschen leiser. Okay, also die Masse interessiert, also gibt es ja Umfragen, 4% sind an dem Thema so ein bisschen interessiert. Und das ist noch nicht so nah rangekommen, ja, also was da wirklich sozusagen passiert. Und wir müssen die Menschen mitnehmen. Dann wird auch was bewirkt. Ich habe gerade mal wieder so, schon lange her, mit Brent Spar die Sache gesehen, ne, was da bewirkt worden ist von den Menschen. Und wenn wir sie nicht mitnehmen, dann wird es nicht passieren, ja. Und jetzt möchte ich noch mal vielleicht eine Sache, die Menschen interessiert. Es ist ja im Moment so im Umlauf, das Bargeld soll abgeschafft werden, ne. Und dann sind wir ganz gläsern und so weiter. Also, das ist so eine Sache, die Menschen berührt und wo wir vielleicht denen was klar machen könnten, was passiert im Hintergrund. Könnte eine nächste Matinee sein. Ich würde vorschlagen, noch eine Meldung, eine Frage oder ein... Du auch noch? Natürlich, klar. Okay, gerne. Aber danach, weil ich auch gebeten wurde, Angelika B. hat morgen in Brüssel eine Sitzung für 4 Tage lang. Sie muss noch nach Schleswig-Holstein in die Provinz zurück, dass sie wirklich frühzeitig aufbrechen. Also ihr beide noch, ja? Okay, bitte. Ja, gut. zum Schluss, also wollte ich nur sagen, also Diskussionen über Griechenland gibt es nächsten Sonntag um 13 Uhr im Krelle vor Ort Büro, ja. Ich hatte oder möchte eigentlich noch kurz auf die Bedeutung der Kryptographie hinweisen. Also Verschlüsselungstechnik galt schon immer als militärische Sicherheitstechnologie oder sogar als Waffe, was eben auch dazu führte, dass in manchen Staaten die private Anwendung von Verschlüsselungen verboten ist, beziehungsweise man, wenn man das machen will, quasi so etwas wie einen Waffenschein braucht. Ja. In diesem Zusammenhang ist eben auch zu überlegen, ja, inwieweit gibt es so eine Art Gewaltmonopol für Kryptographie? Ist das sinnvoll? Ich persönlich sage eher das Gegenteil, dass Waffengleichheit da sein muss. Das heißt, dass eigentlich jeder das Recht haben muss, seine Daten auch zu verschlüsseln. Allerdings sollte das nicht davon ablenken, dass gerade die großen Geheimdienste, also gerade wie die NSA, wahrscheinlich in der Lage sind, jede Verschlüsselung zu brechen. Also wenn sie es heute noch nicht können, vielleicht im halben Jahr. Ja, so da gibt es ja auch so einen Run. Insofern ist das jetzt keine Sicherheit gegenüber dem Staat. Und in den USA ist es ja so, dass zum Beispiel die Mobilfunkschlüssel, also Mobilfunk ist ja verschlüsselt, ja, dass die alle bei der NSA hinterlegt werden müssen. Ja, also was ja also mal eine Bundesregierung hier auch vorgeschlagen hat, was also erst einmal verhindert worden ist in Deutschland. Aber insofern, der Staat nimmt sich das Recht raus, eben überall reingucken zu können. Ja, und da brauchen wir wahrscheinlich auch noch eine gewisse Regelung, eben dieses Recht des Staates auch gegenüber dem Einzelnen stärker zu beschränken. Ja, hallo, mein Name ist Diana. Alexander hat jetzt schon ein bisschen was von dem vorweggenommen, was ich eigentlich fragen wollte, beziehungsweise womit ich so das ein Grundproblem habe. Nämlich das Militär, was das tut, ist ja zum großen Teil alles extrem geheim, sodass wir also so gar nicht so viel davon mitkriegen, wenn die eben Gesetze brechen und sie neigen ja tendenziell dazu, sich nicht an Gesetze gebunden zu fühlen, was ab und zu dann mal so rauskommt. Ich weiß nicht, wie man da irgendwie in der Hinsicht weiterkommt. Ich denke,
der Ansatz, der da vielleicht weiterführt, ist der, wie bei den Minen, dass man einfach auf moralischer, ethischer Ebene ein Umdenken braucht. Dass man also nicht sagt, wir lösen das jetzt auf technischer Ebene oder wir lösen das jetzt durch Gesetze, sondern wir brauchen da wirklich eine Ächtung von sowas, dass man sagt, sowas macht man einfach nicht. Sowas ist einfach moralisch außerhalb dessen, was wir als moderner Rechtsstaat, als demokratischer Staat tun wollen. Sowas machen wir einfach nicht. Und ich denke, das ist das Einzige, was mir einfällt, was wirklich irgendwie hilft. Also ich finde, das war eigentlich schon die geniale Antwort in sich und passt auch genau zu dem, was ich eingangs sagte und was bei uns auch gar nicht umstritten. Ich habe gesagt, wir begreifen die digitale Revolution mehr mit Chancen als mit Risiken. Wir sind nicht technologiefeindlich, wir wollen aber, dass die Revolution im Sinne der Menschen umgesetzt wird und nicht gegen die Menschen. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, deswegen sind wir prädestiniert dafür, also wir sind wirklich die, die das Wissen haben. Wenn wir das zusammenbringen mit der sozialen, aber auch mit der moralisch-ethnischen Frage, dann haben wir auch die Glaubwürdigkeit, die wir dann brauchen, um Leute mitnehmen zu können. Da bin ich überzeugt von. Und was das Militär betrifft, jetzt nicht missverstehen, aber also ich meine, als ich in den Bundestag gekommen bin, 87, da habe ich mich dann gefragt, was sollst du da eigentlich machen? Also, und dann war klar, wir haben 3 Tage Klausur gemacht mit einem guten Freund von mir, sagte, du willst die NATO abschaffen, dann musst du im Verteidigungsausschuss. Das habe ich dann auch gemacht. Mich mit Materie vertraut gemacht. Ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass alle Piraten dafür werben, jetzt ins Militär zu gehen oder so. Aber wir müssen natürlich genau jene, wo wir Gefahren sehen, und sehr genau damit auseinandersetzen, um dort die Grauzone zu verringern. Das wäre ein toller Schritt. Und wenn wir, und da muss ich dann auch mal sagen, also auch mit, bei uns die Bundeswehr, die Frage der moralisch-ethischen Ebene hat sich massiv verändert, und zwar positiv in den letzten Jahren. Wir wissen, dass deutsche Armeen auch anders können, aus historischer Erfahrung. Ja, ich möchte darauf ganz kurz zurückkommen, inhaltlich gesehen, und dann natürlich auch zum Abschluss kommen. Ich fand den Hinweis von Diana wirklich sehr gut. Und wenn es noch ein Fünkchen Hoffnung gibt in dieser Angelegenheit, dann ist es so, dass wir gerade am Beispiel von Kujat, bezogen auf seine Äußerungen zur Ukraine-Krise, sehen konnten, dass nicht jeder Militär und auch hochrangige Militär, der sowieso nicht an der Front steht, den anderen gerne sozusagen das Gewehr gibt, damit sie schießen. Also insofern völlig richtig, wir können nur versuchen, durch unseren Kampf, der auf der moralisch-politischen Ebene stattfindet, so viel Einfluss zu gewinnen, dass eigentlich keiner den Krieg will und alles dafür tut, ihn zu verhindern. Eine schöne Wunschvorstellung, aber es gibt keine andere Möglichkeit, als dieses Bild vor Augen zu haben und es auch für möglich zu erachten, mehr noch an Menschen zu gewinnen, um einen solchen politischen Kampf eben zu führen. Ich finde, die Diskussion war hochspannend. Ich möchte nicht nur dir nochmal danken für die Anreise zu uns, allen Beteiligten danken für die wunderbaren Beiträge. Und ich fand es natürlich besonders schön, das muss ich jetzt auch auf uns bezogen nochmal feststellen, dass du dich mit uns und den Dingen, die wir im Netz darstellen, entweder mit der Videoproduktion oder unseren Seiten, da hast du dich offenbar mit beschäftigt und dir hat es gefallen. Das freut uns natürlich auch. Also nochmal großen Beifall bitte. Und schönen Sonntag noch.